mit so einem schweren Messer auch hacken kann, soll die Kerbe zeigen. Ich habe schon mal angefangen, wirklich nur mit diesem Messer. Also Lanyard, dieser Endgriff und dann geht's los. Schon, wenn man mit dem Daumen so ein bisschen nachdrückt, haut der schon schöne Scherben raus. Gestärkt nach der Kaffeepause, habe ich gedacht. Also, das hat jetzt ungefähr 8 Minuten gedauert. Wenn ich also nicht umlege, wenn ich nicht umdrehe, um von anderen Seiten in dieselbe Kerbe zu hauen, sondern wirklich nur von der einen Seite. Ich müsste das Lanyard minimal kürzer haben, dieses Loop. Okay, so. Aber dieses Wüsteneisenholz, das ist schon ein schönes, glattes Gefühl. Also, ich glaube, ihr könnt mir das schon glauben. Immer rein in die Kerbe. Der Markus hat gemeint, ich kann dem Messer schon was zutrauen. Wie man hier sieht, so, das letzte Stück, welches hier 10 cm, 11 cm, also knapp, sind hier durchgehackt.